meinen Stuhl und joint der Stuhlgang. Link in der Videobeschreibung. Kauft jetzt meinen Stuhl. Yay! Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Neben mir ist die liebenswerte und tolle Jody Kalusin. Wow. Mega weiß heute von liebe Mo. Hola, hallo, Bingo Bingo. Und Bongo. Bingo Bingo. Bongo, Bongo, gib dem jetzt die Hand und... Mo, bitte. Bin ich kein Teil des Videos? Nein. Ich weiß nicht, Alter. Wir haben uns heute folgende Frage gestellt, und zwar, wie gut kennen wir beide uns eigentlich? Und hinter uns ist eine Tafel, auf der wir genau das jetzt herausfinden werden. Wir werden nämlich die verschiedenen Antworten auf die Fragen, die uns Mo jetzt stellen wird, darauf notieren und schauen, ob wir da überhaupt richtig liegen mit. Also ob unsere Antworten quasi übereinander übereinstimmen. Da steht immer noch Jode. Mo ist so verwirrt davon. Hast du die Fragen ausgedacht? Ja. Läuft die Kamera noch? Ja. Okay. Da würde ich sagen, Mo, stell die erste Frage, let's go. Lieblingssport von Jody. Ich guck nicht hin, guck nicht bei ich mir hingucken. Hin. Nee, hingucken. Guck doch nicht bei ihm meine Antwort ab. Okay, 3, 2, 1. Turnen, Barren etc. Barren etc, High Five dafür. Ja, ich hab High Five bekommen. Turn, Bitches! Ihr kennt euch gut, das war's. Das war's für das Video, Leute, wir kennen euch echt gut. Nee, ich weiß das tatsächlich über dich, weil du immer davon geredet hast, wie deine Mutter dich gezwungen hat, dass du Kunstturner wirst, obwohl du es gar nicht wolltest. Dann musst du nämlich ihren Traum leben, hatte dich zu Hause mit einer Bratpfanne und einer Peitsche misshandelt. Das weiß ich alles so noch. So falsch. Ah, du hast sie mit einer Bratpfanne und Peitsche misshandelt. Jetzt erinnere ich mich. Nächste Frage. We make the color go away. Hey, hey, here you have. Hilfe. Wish it back, wish it back. Mann, Alter. Nächste Frage, Moritz, bitte. Welches Tiergeräusch macht Revi gern? Was? Hä? Also schreibt einfach das Tier hin. Okay, I have answer. 3, 2, 1. Hund! Und eine Katze manchmal. Mach ich. Miau, stimmt. Miau! Moritz wird so getriggert davon, er wirkt so. Moritz direkt mitfällt. Ja, Leute, es passiert extrem viel weirder Shit hier im Büro. Aber ich mach gerne Hunde- und Katzengeräusche. Ich finde das am relatablesten. Was? Von allen Tieren. Ach, krass. Passend zu dieser Frage, wie heißt euer Haustier? Okay, wir haben zwei eigentlich, ne? 3, 2, 1. Ja, Kaius ist unser Hund. Den haben wir. Den hast du noch von mir. Den habe ich dir damals in YouTube-Haus schon geschenkt. Dieter ist da oben. Der ist gerade ein bisschen zusammengeknittert, Alter. Kannst du mal kurz Dieter holen, bitte, Mo? Aber vorsichtig, Dieter ist momentan extrem krank, müsst ihr wissen, Leute. Das ist ein. Mo, das ist nicht so. Dieter, das ist eine Sandale. Ja, was ist denn? Nein, der Hund. Ach so. Vorsichtig mit Dieter. Vorsichtig! Dieter! Komm her, ne? Ja, der kleine Dieter. Der. Und dann haben wir noch Mo, also Moritz. Also Mo wäre eigentlich die richtige Antwort. Ja, siehst du, hab ich auch richtig. Ja, passt ja eigentlich ganz gut. Findest du wirklich, dass du, also würdest du dich selber als Hund beschreiben? Ja, alles klar. Nächste Frage an der Stelle. Okay, an welchem Ort habt ihr euch zum ersten Mal gesehen? Stell dir mal vor, wir werden jetzt beide tot. Erster Ort, wo wir uns gesehen haben, Jody, 3, 2, 3, 2. Jody, hallo, aufschreiben. Nicht gucken. Ja, was, ich bin schon fertig. Du gibst dir viel zu viel Mühe, ja, sagst du. Das ist alles unnötig, was du da hinschreibst. 3, 2, 1, stopp! Haha. Okay. Beide Kartbahn oder Kartfahren? Kartbahn von Commander Krieger im Sommer 2014. Das ist seine Kartbahn. Das war seine Kartbahn. Das ist nicht seine Kartbahn. Viele Leute wissen das gar nicht, Leute. Commander Krieger ist eigentlich ein Go-Kart. Der ist gar kein Mensch. Wer ist eifersüchtiger? Ey, was ist das für eine Frage? Ich hab noch 5 Sekunden Zeit, sonst kommt der Game Master mit seiner riesen Peitsche. 3, 2, 1. Ah ja, keiner. Kann ich auch stehen. Keiner ist eifersüchtig. Niemand ist eifersüchtig, Leute. Bist du wirklich nicht? Aber wenn ich jetzt hätte geschätzt, wärst du es eher als ich. Nein, auf gar keinen Fall. Ey, wir haben schon so viel durchgemacht. Wir haben richtig viel durchgemacht. Also ich glaube, mir allein als Mo hier ins Büro gezogen ist und ich plötzlich gesehen habe, wie Mo nackt auf dir lag, aber dann habt ihr mir erklärt, dass es doch nur um Kunsthorn ging. Dann habe ich alles verdrängt und bin schwul geworden. Nächste Frage. Wieso bin ich ein Mensch geworden und kein Hund? Spaß. Nee, es ist wirklich keiner von uns eigentlich eifersüchtig. Du hast eigentlich voll recht. Ja. Wer hat mehr Angst? Vor was? Im Dunkeln, Horrorfilme. Allgemein, wer hat mehr Angst? Wer ist der ängstlichere Mensch? Ängstlichere. Oh Gott, Alter, was ein Wort. 3, 2, 1, ja. Was für 3, 2, 1? Warum sagst du immer 3, 2, 1? Das ist so ein kranker Tick von dir. Ich hab 3, 2, 1. Überall musst du 3, 2, 1 sagen. Immer! Wenn du in die Therme gehen, der schwimmt so durchs Wasser. 3, 2, 1. 3, 2, 1, da sprichst du rein. Ich hab so eine Zwangsneurose. 3, 2, 1 Syndrom. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Merchandise. 3, 2, 1.
3-2-1. Wenn ich für jedes 3-2-1, das ich aus einem Video von mir rausgeschnitten habe, von dir 1 Euro bekommen würde, okay, ich wäre schon lange nicht mehr hier. Für jedes 3-2-1 hättest du 3-2-1 Euro bekommen. Boah, krass, das wäre so viel Geld. 3-2-1, okay, umdrehen. Okay, Revi und Sebastian. Also ich habe am meisten Angst vor, ich habe ja schon mal erzählt in Jordis Video, das findet ihr übrigens in der Beschreibung, dass es gibt, Jordi hat mir den Gedanken in den Kopf gesetzt, dass bei uns im Badezimmer... Das ist kein Gedanke, das ist, dieses Mädchen ist da, du kannst sie nicht immer leugnen. Leute, angeblich wohnt laut Jordi ein Geist bei uns im Badezimmer und manchmal bilde ich mir den ein und habe ich Angst im Dunkeln. Aber die will nur Uno spielen, die ist nett. Aber Mann, das ist krank, gut, wir müssen umziehen, Alter, da wohnt ein totes Mädchen bei uns im Badezimmer. Genau. Hä? Ist einfach nur ein Geist. Ja, ist ein Geist nicht tot automatisch? Nö. Sondern? Manchmal ist Geist auch einfach jemand, der noch nie gelebt hat. Ah, also ist einfach ein Haufen Wick, ne? Nächste Frage. Moritz! Der malt einen Pimmel. Der Penis. Der Penis. Nächste Frage. Also, wer legt morgens das erste Ei? Jetzt erst kacken gehen, ja. Okay, 3, 2, nicht, ich sag's nicht mehr. Sepp? Wer ist Sepp? Ich wollte nicht mehr weiterschreiben. Wer ist Sepp? Ich hatte einfach keine Lust mehr am Schreiben. Okay, das ist das Ergebnis. Beide ja, sagen schon. Ja. Wir ja. stimmen echt bei vielen Sachen überein. Wir kennen uns schon ganz gut. Okay. 3-2-1. Jetzt kommt eine kleine Herausforderung. Ja. Erstmal wegwischen bitte ganz schnell. Ich habe 3 Sekunden Zeit. 3, 2, 1. Warum gibt's das? Ihr schreibt jetzt 3 Synonyme für Essen. Was? 3 Synonyme für Essen. Hä, was ist das? Darf man auch englische Wörter schreiben? Nein. Ich kenne keins. Nicht gucken! Food ist Englisch, deswegen habe ich gefragt. Also Essen, ich meine, das Verb. Du hast geguckt, du darfst gar nicht gucken. Mann, du machst das ganze Video kaputt, du darfst nicht gucken. Essen! Hör auf, mich einzumachen! 10 Sekunden. Ach Mann, Alter. 3, 2, 1. Okay, was ist jetzt die Aufgabe dahinter, Mo? Du treibst nur nicht mehr für Essen. Und wenn ihr eins Gemeinsames habt, dann dürft ihr euch küssen. Wir haben ein Gemeinsames. Was denn? Fuden. Ihr dürft euch küssen. Der guckt so gruselig. Es kommt immer näher. Okay, nächstes. Habt ihr euch noch nie auf den Mund geküsst? Nein, bist du schwul? Hä? Warum bin ich dann? Okay, nächste Frage. Wer schläft schneller ein? Beide, okay. Also, nee, also ich schlaf, es ist echt so. Jordi liegt maximal, wie lange liegst du so wach? Maximal? Also ich brauche mindestens eine halbe Stunde, um einzuschlafen. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich so. Er sagt so, ich mache Mittagsschlaf und dann schläft er. Ich mach so, ich liege geschlafen. Ja, der könnte jetzt, ihr könnt jetzt sagen, ihr macht den Mittag. Okay, wollen wir ein Experiment machen? Okay, warte, leg mal hin. Ich gucke, ob ich das schaffe. Boah, du bist, meinst du, du schaffst das? Aber jetzt guck alle zu, aber du kannst es trotzdem. Aber du bist jetzt so ein bisschen gehypt auf dem Video. Das ist schwer bestimmt, jetzt runterzukommen, oder? Das geht nicht! Hallo? Aber ich kann das normalerweise. Also ich hätte eigentlich... Ja, du hättest das, wenn du, weil du bist zu hyper. Ich bin noch zu aufgeregt. Ja. Nee, Dieter! Also, warte, nein, warte. Nein, 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 was machst du? Oh, achso, nee, das mag ja. Dieter! Das ist doch wie ein Elefant! Ihr seid echt furchtbar. Mo, guck mal. Der ganze Sabber ist da gerade so runter. Okay, nächste Frage, tut mir leid. Lieblingstier von Sebastian. Okay. Weißt du ja bestimmt selber nicht. Ich weiß es nicht. Nicht schauen, Jodie. Ich bin schon fertig. Okay, zeig. Nein, das ist kein... Das ist falsch. Wir haben doch herausgefunden, dass er unser Haustier ist. Ja, er ist unser Haustier, aber nicht mein Liebling. Boah. Ja, was steht denn da? Affe oder Hund? Affe? Ole. Hör auf. Nein. Nächste Frage, Moritz. Letzte Frage. Und dann muss... Stopp. Letzte Frage, Leute. Und dann muss Mo beurteilen, wie gut wir beide uns kennen. Der ist nämlich unser Paartherapeut. Ah, krass. Das ist nämlich extrem... Also wir machen gerade eine Paartherapiesitzung hier. Ah, crazy. Ja. Weiß ich nicht. I know. Steht doch da. I know. Okay, Moritz, bitte. Die letzte Frage. Die letzte. Ich warte! Wer ich spielt besser Minigolf? Ja, damit wäre es amtlich. Ich bin der schlechteste Minigolfspieler der Welt. Wenn ihr mal sehen wollt, wie ich auf Minigolfplatz den Schläger nehme und dann die Bahn kaputt mache, dann lass doch mal einen Daumen nach oben da. Mo? Wie aggressiv du geworden bist, du hast diesen Stift so festgehalten. Mo? Ich muss jetzt kurz herausfinden, oh nein. Wie gut ihr euch kennt. Warum brauchst du dafür ein Stethoskop? Ah! Ich hab deinen Finger im Arsch! Den Stift. Riech mal. Also, Ruhe bitte. Muss. Ist das ein Crack-Video? 6 Millionen. 30. 30? Moritz. Ihr kennt euch sehr gut. Ich möchte bitte, dass ihr aber eure Hände hier hinlegt. Hast du ja schon einen runtergeholt? Auf jeden Fall kennt sie sich sehr gut. Ich höre auch gar nichts mehr, weil ich das Ding im Ohr stecken habe. Aber es ist wunderbar. Es funktioniert herausfordernd gut. Ah! Leute, das war's für dieses Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall bei Jordi vorbei. Schaut auf jeden Fall bei Mo vorbei. Peace out. 3, 2, 1. Ende.